Hallo, ich bin Lara von Einfach Backen. Hier findest du immer die besten und einfachsten Backrezepte überhaupt. Wenn du keins unserer neuen Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und am besten du aktivierst auch die kleine Glocke. Und heute zeige ich dir, wie wir super schnelle Pfannenbrote ohne Hefe zubereiten. Dafür brauchen wir lediglich etwas Dinkelmehl, Salz und Zucker, Backpulver, Milch, flüssige Butter und etwas Öl. Im ersten Schritt vermengen wir die trockenen Zutaten, also einmal unser Dinkelmehl, das Backpulver, etwas Zucker und das Salz. Und im nächsten Schritt kommen die flüssigen Zutaten dazu. Das ist einmal die Milch, unsere flüssige Butter. Gibt nochmal ein richtig schönes Aroma und noch etwas Öl. Und jetzt einfach alles mit den Knethaken des Rührgeräts oder von Hand, je nachdem, was dir lieber ist, zu einem geschmeidigen Teig verkneten. So, sobald wir so einen schönen homogenen Teig haben, wird der einfach in 4 Teile geteilt. Ich bestreue schon mal die Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl. Jedes Teigstück wird dann zu einem runden Fladen ausgerollt. Formen die jetzt einfach zu so kleinen runden Kugeln, dann lassen sie sich ganz einfach zu runden Fladen ausrollen. Sobald alle Fladen ausgerollt sind, gebe ich jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne und backe jeden Fladen von jeder Seite ca. 2 Minuten. Keine 10 Minuten, nachdem ich mit dem Teig angefangen habe, liegen hier meine fertigen Fladen und duften wirklich fantastisch. Also wirklich das perfekte Rezept, wenn es mal ganz schnell gehen muss. Und die passen auch hervorragend, egal ob zu einem Curry oder zu einem Dip. Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee. Wenn ja, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare, wozu du diese super schnellen Fladenbrote backen würdest. Wenn du jetzt Lust bekommen hast aufs Brotbacken und noch mehr darüber erfahren möchtest, dann guck doch auch mal bei unserem Brotbackkurs mit den Wild Bakers vorbei. Den Link dazu findest du hier oben rechts. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Like da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du keins unserer neuen Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.